Ja, nach sehr, sehr langer Zeit bin ich mal wieder hier und möchte mit euch gemeinsam backen. Was es heute gibt, das habt ihr ja bestimmt schon im Untertitel gelesen. Wir machen heute den berühmten Buono-Schokokuchen. Und dafür benötigen wir eigentlich gar nicht so viel. Ich zeige euch mal, was wir benötigen. Das ist einmal Butter, Zartbitterschokolade. Hier drinnen sind Eier, Zucker, Vanillezucker. Und hier haben wir Kakaopulver, und zwar backecht, also Backkakao und keinen Getränkekakao. Dann haben wir hier Backpulver und hier haben wir das Mehl. Und für den Guss unseres Kuchens benötigen wir später nochmal Zartbitterschokolade und Milch. Die Milch könntet ihr auch durch Sahne ersetzen, aber Milch reicht eigentlich vollkommen dafür aus. Was ich, bevor wir beginnen, noch sagen möchte, ist erstmal danke, dass ihr mir alle treu geblieben seid, und auch herzlich willkommen den vielen neuen Abonnenten. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Und was ich aber auch ganz ehrlich gleich zu Beginn sagen muss, ist, ich weiß nicht, ob die Videos von mir, also diese Rezeptvideos von mir, in Zukunft wieder so regelmäßig kommen werden, wie es eben vorher war. Aber es wird natürlich definitiv ab und zu jetzt wieder was von mir kommen. Ja, und jetzt, bevor ich hier noch länger rede, würde ich sagen, wir fangen gleich an. Und als erstes werden wir den Topf mit Butter und Zartbitterschokolade auf den Herd stellen und das Ganze schmelzen lassen. Am besten ihr macht das über einem Wasserbad, damit auch wirklich nichts verbrennt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Als nächstes werden die Eier mit dem Zucker und dem Vanillezucker sehr schaumig aufgeschlagen. Und das merke ich jetzt natürlich auch. Wenn das Ganze dann so schaumig aufgeschlagen ist, dann gebt ihr die bereits geschmolzene Butter und Schokolade dazu. Und lasst das Ganze dann nochmal kurz miteinander verrühren.
So, wenn das Ganze dann verrührt ist, dann vermischt ihr am besten Backpulver, Backkakao und das Mehl miteinander. Ebenfalls zu eurer Masse hinzu und lasst das Ganze dann noch mal kurz miteinander verrühren, damit es eine schöne gleichmäßige Masse ist. Vorbereitet und habe ihn in Backpapier und Alufolie eingeschlagen. Die Alufolie sorgt einfach dafür, dass da ein bisschen mehr Stabilität vorhanden ist. Den Backring stelle ich jetzt auf mein Backblech und fülle den Teig ein und dann kann er schon in den Backofen. Ihr könnt natürlich auch ganz einfach eine Springform verwenden, also ihr müsst nicht so einen Backring verwenden wie ich. Ja, ich würde sagen, ich mache das jetzt, schiebe den Kuchen ins Backrohr und dann sehen wir uns wieder. So, mein Kuchen ist jetzt bereits im Backrohr und in der Zwischenzeit, solange der Kuchen backt, könnt ihr schon mal die Glasur für den Kuchen vorbereiten und dazu erhitzt ihr ganz einfach als erstes die Milch. Wenn die Milch kocht, schaltet ihr den Herd ab, nehmt den Topf vom Herd und gebt die Schokolade dazu. So, wie gesagt, wenn die Milch dann einmal gekocht hat, dann gebt ihr einfach eure Schokolade in den Topf. Und dann müsst ihr ein bisschen warten, bis die Schokolade geschmolzen ist. Ihr rührt dann einfach zwischendurch immer mal wieder um. Und wenn die Schokolade dann völlig geschmolzen ist und gut mit der Milch verrührt wurde, könnt ihr das einfach an die Seite stellen, bis euer Kuchen fertig ist. Und wir sehen uns dann wieder, wenn mein Kuchen fertig gebacken ist. Bis später. Tschüss. So, ich habe den Kuchen nach dem Backen noch ein bisschen im Tortenring abkühlen lassen. Komplett kalt ist er jetzt nicht. Ich habe ihn jetzt auf eine Tortenplatte gesetzt und jetzt kommt halt eben oben noch die Schokolade drüber, dass das hier so ein bisschen zerrissen ist. Das macht nichts, weil ja eben jetzt eh die Schokolade drüber kommt. Das hier ist übrigens unsere Schokolade, die wir mit der Milch zusammen geschmolzen haben. Das kommt jetzt einfach hier rüber. Ja, das ist ein bisschen flüssiger, weil das halt auch noch nicht ganz kalt ist. Aber auch das macht nichts. Das Ganze kann man jetzt noch ein bisschen mit so einer Palette ein bisschen verteilen. Ruhig an den Seiten ein bisschen runterlaufen lassen. Wenn ihr diese Glasur bzw. diesen Überzug gerne fester hättet, wenn ihr ihn drauf gebt, dann müsst ihr das Ganze einfach noch ein bisschen stehen lassen und dann sollte das auch fester werden, aber ich habe jetzt gerade momentan nicht so viel Zeit, das noch stehen zu lassen und deswegen muss das jetzt so auch klappen, aber normalerweise sollte das kein Problem sein. So,
Das war es jetzt eigentlich vorerst von mir. Ich werde euch sehr wahrscheinlich noch ein Anschnittfoto einfügen, damit ihr dann auch sehen könnt, wie das Ganze innen ausschaut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss!